Guten Morgen, meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Ja, zurück aus Mallorca. Es ist jetzt Sonntag, mein Schlafrhythmus ist der beste der Welt. Das heißt 12 Uhr, ich bin seit 4 Stunden wach. Ja, wir spielen heute gegen Stralau, auswärts. Wir gehen jetzt essen mit Eli und ich weiß nicht, wer noch kommt, Melle. Kurz frühstücken und dann, geht zum Spiel. Ich wünsche euch viel Spaß mit den Highlights. Endlich wieder ein Spiel, Digga. Wir hatten so lange kein Punktspiel mehr. Ich mache natürlich meine Urlaube auch immer so, dass ich bei den Spielen möglichst da bin. Deswegen viel Spaß mit dem Video. Ich freue mich sehr, heute wieder zu spielen, ein bisschen zu bewegen nach Malle, ob es auch nötig. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, viel Spaß. Ein paar schlechte Facts über den Gegner. Ich habe wieder mal recherchiert. Der Gegner ist Dritter in der Rückrunde. Letzten 7 Spiele. 6 Siege, 1 Niederlage. Bruno Weiß hat 14-0 gegen die gewonnen. Aber die waren zu 9 letzte Woche. Ohne Sinn. Die waren zu 9. Du wirst sehen, heute bei uns wieder voller Kader. 18 Mann Kader. Aber die sind nicht schlecht anscheinend. Also Dritter in der Rückrunde. Ich weiß noch, die standen richtig kompakt. Wir hatten richtig Probleme, da durchzukommen. Und sie sind engagiert. Das war eine Mannschaft, wo nicht so viele Abonnenten drin waren, sondern das war die einzige Mannschaft, wo es Ältere waren. Wo ich so dachte, das sieht aus wie eine Kreisliga. Ja, genau. Die waren so alle so 29, 30. Guten Tag, Ali. Servus. Wie fühlen Sie sich? Sehr gut. Gut ausgeschlafen. Ich sage Ihnen das heute schon mal. Die sind nicht schlecht, ne? Also damit du mental schon mal da reingehst. Das ist nicht so wie die letzten. Wir sind auch nicht so viel Geld. Nein, aber ich bin noch Dreierkette. Echt? Ja. Ich bin mit Paul und Micha da. Gut, dass wir das eigentlich schon getan. Können wir, passt schon. Links und rechts. Links Bilo, rechts Michael. Bei Dreierkette. Machst du. Gutes Frühstück. Einer hat was anderes genommen. Melle mit einer exotischen Bestellung. Ich nehme es eigentlich immer auch. Ich schicke mir gestern Blinderband. Das hat er mir mitgebracht aus Leipzig. Sind die Wichser aus dem Nether. Wer fährt mal wieder? Hast du deine Fußballschuhe? Ja. Wer fährt mal wieder der beste Fahrer? Ja, wahrscheinlich. Nein, warum denn sonst? Ich fahre immer. Mach dich nicht zum besten Fahrer. Doch? Nee. Also, das macht mich aber auch nicht zum schlechtesten Fahrer. Ihr habt keine Chance, euch als schlechter Fahrer zu beweisen, weil ihr nie fahrt. Ach, hä? Sehr oft habe ich dich mitgenommen. 2 gegen 1. Locker 3-mal oder so. Nein, du, mit dir bin ich einmal gefahren vielleicht. Ja, und wie hab ich gefahren? Wie bin ich gefahren? Ja, guck, ich bin schon 1000-mal gefahren. Natürlich mache ich dann auch mal einen Fehler. Spielen wir da vorne? Ich spiele hier natürlich. Okay. Ja, schön. Ja, geil. Hä? Mit Blumen sogar. Schön. Hä? Also, keine Angst, wir spielen hier. Vorher ist hier nochmal ein Kleinfeld zu dir, Digga. Hier sind Gänseblümchen ohne Ende. Ich sage, ich muss heute 20 Gänseblümchen pflücken im Spiel. Wie haben die denn da? Guten Tag. Schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich auch, na klar. Ja, wo ist das Shirt? Wie für ein Shirt? Nicht hier. Guten Abend. Guten Abend, Jim. Gut. Ihr ins Haus, den hast du schon, Abend, Jim? Wie geht's, alles gut? Gut, dir? Dennis! Ey, Präsident. Ich glaube, auf den Kunstrasen ist es besser. Spielen wir hier? Nein, wir spielen auf Rasen. Schade. Wir spielen immer auf Kunstrasen, wenn der Kunstrasen schlecht ist. Und auf Rasen, auf den Kunstrasen wäre gut gewesen. Ali auf der 6. Ali sagt zu uns, er will 6er spielen. Das wäre Alis Karte, genau das, ich weiß. Das ist der i88er. 88er, nämlich der 87er und der Prime ist IV. Du wärst der 88er, oder nicht? Digga, also. Mit einem Stern des Skills. Jungs, mir kam zu Ohren, dass manche Gesichter in der Trompete gesichtet wurden heute Nacht. Einmal die Handgelenke bitte. Digga, wer ist es? Marvin ist noch nicht im Kader, oder? Hä? Zeig mir die Handgelenke, Jeff. Ich bin's nicht, Alter. Ich bin frisch, Alter. Okay, Glück gehabt. Als ob. Digga, ich dachte safe foul. Ich dachte, safe du. Ist Marvin im Kader heute? Nee. Ja, Glück gehabt. Dann wurde, glaube ich, Marvin gesehen. Die U23 von Hertha hatte Mannschaftsabend und mir wurde gesagt, da tanzen ein paar Delay Sports Jungs rum. Und ich war stolz. Wirklich Gas gegeben auch. Aber wirklich abends, Alter, manchmal so hart gewesen. Ist das einfach schlafen und nichts was? Ja, hart aber. Okay. Reingefressen nämlich diese Gedanken. Baby sind wir auch so was hier in Wasser. Gestern bei mir Burger King. Hey, wie geil ist das? Die machen. Hi, die machen ihre Sportgrüße. Wie cool. Digga, das gibt mir so eine Flashbacks. Jetzt heute hier dieser Area Freistoß. Genau diese. Nee. Schnapp dich, Cello. Alter! Ja, soll ich machen, Digga? Ja, dann nimmt er sich den, wenn er sich gut fühlt. Wie ist das Wetter? Also, die Bedingungen sind ja perfekt. Sonnenschein extra gekommen heute. Gestern war noch nicht so gut. Heute super, Platz ist super. Kann nur ein super Spiel werden.
glaube, ich bewege mich das erste Mal seit 4 Wochen. Ah ne, wir hatten ja das eine Turnier. Mal gucken, wie es heute wird. Ich hoffe, wir bleiben alle gesund. Was? Das stimmt. Stimmt, Mittwoch gehen wir auf Heimturnier in Hamburg. Mit wem? Nelson Valdez, Ailton. Kruse ist auch da. Kruse, stimmt, ich bin alle gegen uns. Ailton. Und wir sind Delay Sports. Ailton, Kugelbomber. Ailton gegen mich, mal gucken. Okay, Jungs, heute erstes Ligaspiel nach 4 Wochen Pause. Wir spielen gegen Strahlau. Ich glaube, ein Problem wird nicht der Gegner sein, sondern der Schiedsrichter. Das ist der gleiche Schiedsrichter, den wir gegen Hohen Neuendorf hatten. Hohen Neuendorf, ja, Michael ist da runtergeflogen, war auch eine miese Schwalbe gewesen. Da ist halt ein Gelbrot vom Platz gestellt worden. Also könnt ihr euch darauf einstellen, was uns heute wieder passiert. Ja? Das hat er im letzten Spiel, war er nicht so gut und er hat auch ziemlich viel gegen uns gepfiffen. Und wie gesagt, diese gelb-rote Karte, die Michael da bekommen hat, wo der Gegner da hingegangen ist und wir einen Elfmeter bekommen haben, da hat der Schiri dann schon ganz schön falsch. Also der ist heute aber wieder da. Ruhig sein, nicht mit dem Gegner reden, weil ansonsten kassieren wir gelbe Karten und die brauchen wir vielleicht auch mal für den Foul. Jetzt habe ich so Schwingungen mitbekommen, dass einige von euch ja schon wissen, wie wir gerne spielen wollen, dass wir mit einer Dreierkette spielen wollen. Da sind so negative Schwingungen hochgekommen, dass ihr das vielleicht nicht spielen wollt. Ist es so? Also wir können ja alles umstellen. Da muss halt Jonas raus. Wollt ihr, dass Jonas rausgeht? Mann, Spaß! Von der Sache her würden wir gerne spielen. Marc im Tor, Dreierkette. Fangen an Paul, Dada und Ali. Und dann machen wir mit 2 Sechsern vor der Abwehr mit Timur und Koro. Linkes Mittelfeld ist Jonas, rechtes Mittelfeld Michael, Eli und Sid zentral und vorne fängt Bilo an. So wollen wir anfangen heute. Jonas, Michael, wenn ihr von außen reinzieht, kann auch mal ein Außenspieler, also Ali oder Dada, können außen mitgehen. Dann könnt ihr ihn den Ball wieder runterstecken. Wenn er in die Mitte reinzieht, schießt drauf. Zweite Reihe, 20, 25 Meter, haut drauf. Ne? Du kannst ja schießen, wenn dein Ball, wenn er richtig liegt und die Sonne scheint. Deswegen. Lasst uns Spaß haben, nicht rummeckern. Wie gesagt, ruhig beim Schiedsrichter, das ist der gleiche, den wir vor kurzem erst hatten. Schön ruhig bleiben, konzentriert euch auf euer Spiel. Probiert so ein bisschen den Zweikämpfen aus dem Weg zu gehen, aber es ist Fußball, da ist auch Körperkontakt erlaubt, also haltet gegen auch halt gegen. Ja, ihr müsst nicht einfach, oh nee, ich gehe nicht so dicht dran, sondern gebt denen auch mal einen Check mit oder irgendwie so. Ja? Also das ist ruhig auch mal gegenhalten. Ja, lasst uns rausgehen. Zum Tor haben sie gut gemacht, guter Angriff von hinten raus. Schöner langer Ball auf Michael. Michael hat ihn schön zu Ili in die Mitte quer gespielt. Super Tor. Wenn Sidney Friede sich fallen lässt, sagt das euren Vorderleuten. Die können wir nicht so freilassen. Na genau so, Männer! Wir sind drin in den Köpfen, meine Herren! Come on.
So, Halbzeit 3-0. Sid hat noch das dritte Tor gemacht, hochverdient. Gegner, weiß ich nicht, haben sie eine Chance gehabt? Ich glaube, eine Chance. Also haben sie hochverdiente Führung. Ballbesitz auch ganz klar bei uns. Dreierkette hat nicht so gut funktioniert. Das ist der Grund, warum ich Jonas aus während der ersten Halbzeit rausgenommen habe. Er nimmt das ein bisschen persönlich. Lag nicht daran, dass er schlecht gespielt hat, sondern einfach Systemumstellung auf Viererkette. Und genau, da habe ich ihn opfern müssen. Aber das Gute in der Kreisliga ist, er kann in der zweiten Halbzeit wieder reinkommen. Also von daher besteht da immer noch die Möglichkeit, dass er wieder reinkommt, werde ich bestimmt auch machen. Ansonsten, gutes Spiel. Also, ist nicht qualitativ hochwertig, aber wir führen 3-0 hochverdient. Zwischens Halbzeit 3-0 hast du schön eingeklinkt. Ja? Aber einfach nur reingeschossen oder hast du irgendwie was gemacht? Heute war ich sauer. War es sauer, deswegen hast du ihn reingeklappt. Okay. 3-0 ist das Gute an der Sache. Fußballerisch, ja, wir machen halt ein bisschen zu wenig aus unserer eigentlichen Überlegenheit. Wir haben ja auch ein paar gute Angriffe gehabt. Gerade der Querpass nachher hat keinen Abnehmer gefunden oder so. Einzige, was halt nicht so gut ist, dass wir da in 2-3 Konter laufen. Der Sima ist der Einzige, der da vorne anspielbar ist. Aber auch nur, weil er schnell ist, weil fußballerisch kommt da jetzt auch nicht wirklich viel. Also da ist halt, ich würde sagen, da ist gar keiner. Warum habe ich Jonas rausgenommen? Nicht, weil er schlecht gespielt hat, sondern weil wir auf eine Viererkette umgestellt haben. 4-2-3-1. Ging ja auch gleich ganz gut los, dass Paul dann die Außen, die Freiheiten, die er über Außen hatte, gleich genutzt hat. Da spielen wir dann gleich viel besser. Ja, und dann muss natürlich in der Zentrale mit den Sechsern die Abstimmung, da waren wir immer ein bisschen zu weit weg. Da waren unnötig die Lücken zu groß gewesen. Da erwarte ich natürlich, dass wir auf der Sechs das ein bisschen besser machen. Was zu erwarten war, dass der Gegner halt so spielt, wie er spielt. Stehen teilweise mit 10 Mann am eigenen Strafraum und dann probieren sie das Ding irgendwie schnell nach vorne zu kriegen. Probieren in die Zweikämpfe reinzugehen, probieren über Körpereinsatz zu kommen. Müsst ihr halt schauen, aber bisher macht er das ja eigentlich ganz gut. Die Breite! Sehr gut, Donner! Komm, wenn das passiert! Alles gut! 4-0 haben sie gut gemacht. Wer hat gerade geschossen? Naja, das war halt ein gutes Tor. Ist ja am Ende egal. Ja, wer hat's geschossen? Unser Mallorca-Urlauber hat's geschossen, Sydney. Aber Maike hat einen guten Querball gespielt von hinten raus auf Julius. Julius hat den Gegner da schön vernascht und dann perfekt zu Sydney geflankt und der eingeklinkt. Genauso sieht's aus, hat er gut gemacht. Rechts raus! Gut! Ehrlich, was ist denn das für ein Kackfreistoß? So hoch wie der war und sowas. Der ist ja perfekt, der ist perfekt bei Sid angekommen. Ne? Perfekt bei ihm angekommen. Wieder wechseln, wieder Ali. Ist halt, wenn er nicht trainiert, der Junge. Ne? Letzte Saison noch Profi gewesen und hier ist er quasi gefühlt jede Woche verletzt. Sicherheitshalber. Einmal kurz so zurück, deswegen. Oberschenkel. Ja. Immer noch. Weit gesteht. Bilo ruhig. Das ist halt die Gegner, das ist halt Kreisliga-Trash-Talk. Gehört dazu, gut gespielt. Nee. Also jetzt ist ja okay, dass Alex mit nach vorne geht, aber Paul ist gerade auf der anderen Seite mit nach vorne gegangen und Alex ist auch mitgegangen. Wieder, dass du hinten zu zweit blank stehst, ne? Oh, Tor! Sechste Tor. 6-0, 4 Tore Sid. Maschine. Bravo, Bilo. Sehr gut. Schöner Konter gewesen. Endlich mal ein Kontertor. Ja? Die haben eine Ecke und wir haben endlich mal ein Kontertor geschossen. Schnell nach vorne gespielt. Von Eli dann auf Bilo. Und Bilo hat ihn sich nicht nehmen lassen. Schön eingeschoben mit einem schwachen Fuß. Hat er gut gemacht. Thank you.
Jonas! Das ist Torverpass von Jonas, Eli. Geil! Ja, dann Tor. Du wirst jetzt ganz nett in die Kamera. Komm, wollt ihr auch nach hinten gehen und ihn beglückwünschen zum Tor? Da! Ja, geil, ja Mann! Alex. Echt? Richtiges Schmutzspiel. Ja, ich war 80 Minuten in Manndeckung, hatte ungefähr 10 Ballkontakte. Trotzdem hat es keinen Spaß gemacht. Ich habe keine Bälle. Ja, Schlussphase des Spiels. Ich glaube, es sind noch so knapp 10 Minuten zu spielen. Steht mittlerweile 9-0. Das war eigentlich zu erwarten, dass wir hinten raus so in der zweiten Halbzeit weiter Tore schießen. Der Gegner war ja erste Halbzeit schon nicht doll gewesen. Der zweite Halbzeit lässt nochmal die Kraft ein bisschen nach. Mit der Viererkette spielen wir auf jeden Fall deutlich besser. Ein paar ganz schöne Tore gemacht. Sid war heute, hat wenig den Ball gehabt und hat 4 Tore geschossen. Also, das war gut gewesen. Und Eli gerade eben mies gefoult. Wir sind zweistellig. Zweistellig, da muss eigentlich der Torschütze mal einen Kasten ausgeben. Ich überlege, wer hat das Tor geschossen? Ach, Eli muss einen Kasten ausgeben, ja, zweistellig. Guter Angriff gewesen über außen. Gut, Alex. Hat sich Alex gut durchgesetzt, Ball in die Mitte gespielt. Eli hat sich um den Gegner gedreht, gut gemacht. Ich würde sagen, 10-0 gewonnen. Habe ich jetzt eigentlich vor dem Spiel auch erwartet, dass wir in der Höhe ungefähr gewinnen. Hätte auch natürlich deutlich höher ausgehen können. Ist jetzt nach 4 Wochen Pause. Manche von den Jungs waren halt eine Zeit lang gar nicht da gewesen. Das ist gut. 10-0 gewonnen. Was willst du da rummeckern? Sonnenschein. Morgen ist Feiertag, haben wir alle frei, können wir ein bisschen chillen. Besser kannst du auch kaum laufen, oder? So, Freunde, Spiel ist zu Ende. Ich glaube, Sidney hat schon was gesagt. 10-0. Ich finde, erste Halbzeit war ein bisschen zäh, aber da waren sie auch noch motiviert. Zweite Halbzeit gut gespielt. 10 Buletten gemacht. Das ist, glaube ich, drei oder viermal passiert. Deswegen was Besonderes und wir freuen uns auch sehr. Hat sehr viel Bock gemacht, gegen die zu zocken, oder? Das war's. Dumm, ja? Jo, bist du sauer, Alter? Ich sag dir 10-mal vor Mio, du? Aber Digga, war geiles Dribbling hinten. Eine Strafe. Das war kacke, Digga. Alle, Zitsch. Wenig Ballkontakt, wenig Bälle. Aber effizient. Aber wenig Spaß. 4 Tore und eine Vorlage? Ja, irgendwie. Kann man so machen. Eine? Keine Ahnung. 4 Tore, eine Vorlage. Eingeleitet. Maike wollte aber nicht den einen Stecker reinmachen. Oh mein Gott. Ich mache guter Tor. Ja, okay. Du merkst die Effizienz. 2 Tore, 2 Vorlagen wieder. Giallo. Du? Ja, gut, okay. Digga, das war's. Ich glaube, er hat 3 Ballkontakt. Geht's? Dass du da quasi den Elfmeterpunkt abtrittst, das wissen wir alle. Elber, heute kein Elber. Hätte Jonas das einmal fallen lassen, viele Gedi. In den letzten 10 Tore habe ich dir 7, glaube ich, wirklich vorbereitet. Nee. Also uns. Wir müssen extra so wieder mehr Tore machen und so. Liegt auch nicht quer. Ist halt so. Kommt dann auch mal so 75 rein. Denkst du, hä? Erste Halbzeit? Ja, hä, weil du und Michael musst dann ausgewechselt werden. Wir mussten gar nicht. Doch. Wie er sitzt. Ja. Sag ich dir mal eine Sache. Wenn der Frösch jetzt reingegangen wäre, hättest du von mir 10 Jahre nicht mehr. Also ich sag so. Wie fandest du das Spiel? Gut. Also, gut. Erste Halbzeit fand ich richtig gut. Zweite Halbzeit hat übelst Bock gemacht. Wir hatten voll viel Platz. Konnten kombinieren. Ich hatte wirklich keinen Spaß. Was ist raus? Die haben schon sehr unnötige Sachen teilweise gesagt. Ich hab den größten Arschbohrer aller Zeiten bekommen. Im Spiel. Ein Wurf. Ich hab so...
Ich hab noch nie so einen dollen Arschbohrer bekommen, ich schwöre. Ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Die haben später gesagt, wenigstens haben wir Freunde und wir sind die cooleren Menschen, haben sie gesagt. Aber was ist, sie haben noch irgendwas gesagt? Irgendwas haben sie noch gesagt. Ich will jetzt nicht alle mit reinziehen, wirklich. Aber die Gesellschaft hier in Deutschland, es ist einfach Fakt. Absolute Neidlösung. Nicht gefragt hast? Maybe ausdrücken. Nee, oder? Der hat deine Cola geklaut. Ich bestelle einfach neue ohne so. Oh mein Gott. Danke. Siehst du? Die Leute, die ist so schwer? Aber es gibt einfach Leute, die keinen Respekt haben. Ist so schwer, Habibi? Sag mal, was nicht klappt. Die waren so sauer. Mittwoch fahren wir nach Hamburg. Da haben wir ein Hallenturnier. Wird, glaube ich, sehr, sehr cool. Sind auch mäßig in Top-Besetzung. Also Bilo, Michael, Ali, bla bla. Fahren mit und wir spielen dort ein Turnier von Viva Con Aqua. Also auch für einen guten Zweck. Und mit dabei sind so Nelson Valdez, Ailton, Max Kruse, also auch Ex-Profis. Wird, glaube ich, sehr cool. Das ganze Event wird wahrscheinlich bei mir auf Twitch auch gestreamt. Deswegen kommt da gerne vorbei, wenn ihr das gucken wollt. Und ja, also das wollte ich euch nur noch sagen, dass auch auf Twitch gestreamt wird bei mir, dass ihr es da verfolgen könnt. Weil ich glaube, ich werde kein Video davon machen. Wahrscheinlich dann Highlight aus dem Stream mäßig, weißt? Also, aber kein Vlog. Wieder zu Hause. Ja, irgendwie hat mich das Spiel abgefuckt, nachdem mir der größte Arschbohrer aller Zeiten gegeben wurde. Und ab da war ich sauer. Deswegen habe ich auch vom Tor diesmal richtig geschossen und so. Ja, allgemein immer das mit Manndeckung und so. Das fuckt schon ab, wenn man nie angespielt werden kann. Außer ich war die ganze Zeit Innenverteidiger einfach. Und im Endeffekt gewinnen wir trotzdem 10-0. Ich habe trotzdem 4 Tore gemacht. Keiner weiß wie. Ich hoffe, euch haben die Highlights gefallen. Wir sehen uns nächste Woche bei den Highlights von Eli. Da bin ich aber leider nicht dabei. Ich bin meiner Fan in Kreta. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like da. Lasst ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Elli, machen wir ein Outro. Wenn es wieder heißt, guck mich an. Wenn es wieder heißt, du willst mich mitnehmen. Komm vorbei, wenn du mich brauchst. Ich bin jetzt 18. Nein, ich weiß nur nicht aus. Ich bin dein Wingman. Check mit Kaserne auf und was willst du drehen? Mit den Medien kann ich mich einbauen. Oh mein Gott. Bubble Boy. Yeah.